Die Entwickler haben mal wieder ein kleines Update mit ein paar Änderungen veröffentlicht. Auch ein neues Szenario ist dabei. Mehr dazu in dieser Short News. Beginnen wir zuerst mit dem neuen Update, dessen einzig wirkliche Neuerung direkt beim Start des Spiels ins Auge fällt. Das Hauptmenü wurde ein wenig überarbeitet. Alles sieht jetzt ein wenig anders aus. Statt den alten Knöpfen an der Seite wurden alle Menüelemente rechts angeordnet. Meiner Meinung nach passt dieses Redesign aber irgendwie nicht zu 100% zu The Sims 4, da sonst alle Knöpfe weiß sind und wir noch nie halbtransparente Menüelemente im Spiel hatten. Laut Blog-Eintrag soll es jetzt auch demnächst wieder mehr Umfragen innerhalb des Spiels geben. Manche sind einfach nur zum Spaß da, andere werden ebenfalls die Zukunft von The Sims 4 betreffen. Es bleibt also weiterhin spannend. Es gab aber nicht nur kosmetische Neuerungen, sondern auch eine waschechte Komfortverbesserung, die euch ab sofort jedes Mal ein wenig Zeit spart. Wenn ihr auf den oberen Fortsetzen-Button klickt, landet ihr direkt im Spiel und müsst nicht mehr die Weltenkarte ansehen und einen zweiten Ladebildschirm überbrücken. Als nächstes gab es einen neuen Sims Delivery Express Inhalt, mit dem wir uns über dieses neue T-Shirt in insgesamt 6 verschiedenen Farben freuen können. Außerdem wurde ein neuer Kaktus hinzugefügt, welcher interessanterweise ebenfalls ein paar Alien-Farbalternativen zu bieten hat. Kommt dieser etwa direkt aus Seeksam, der Alien-Welt der An die Arbeit-Erweiterung? Als nächstes wollen uns die Entwickler scheinbar auch kulinarisch mehr bieten, denn hier wurden 2 neue Gerichte implementiert, die wohl aus der arabischen Küche stammen. Und zu guter Letzt gibt es jetzt ein neues zeitlich begrenztes Szenario, das sich ganz den Fröschen in The Sims 4 widmet. Mit diesem müsst ihr als junger Erwachsener verschiedene froschige Aufgaben, wie 8 gewöhnliche, 6 ungewöhnliche oder 4 seltene Frösche, eine Froschsuppe zubereiten und vieles mehr meistern. Insgesamt 9 Aufgaben stehen hier zur Auswahl. Damit wären wir auch am Ende dieser Zusammenfassung angekommen. Lasst gerne ein Abo da, falls euch meine Videos gefallen. Nur noch 10 fehlen hier bis zu den 26.000. Hört ebenfalls in die letzte Folge Sim gehört rein, in der ich mit Micha von simtimes.de über Kreaturen in The Sims 4 gesprochen habe. Was für Szenarien wünscht ihr euch noch so für The Sims 4 oder freut ihr euch eher wieder über größere Updates? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.